Ja, hallo liebe Xbox-Fans. Wir wollen der Thematik Forza Horizon 3 und Force Feedback mit Wheel nochmal so ein bisschen auf den Grund gehen. Viele von euch haben ja bereits die Demo mit Lenkrad gespielt und festgestellt, dass da irgendwas nicht so richtig stimmen kann. Speziell um die Nulllage herum passiert also so gut wie gar nichts bei dem Spiel. Erst wenn Gehkräfte ins Spiel kommen, greift das Force Feedback ein und dann eigentlich auch relativ vehement. Wir haben jetzt hier mal die volle Version, da es ja schon Gerüchte gab, dass es in der vollen Version anders sein sollte, aber nochmal reingeschmissen und zeigen euch mal so ein bisschen, was hier passiert. Also man sieht schon, wenn man einen Bordstein irgendwie hochfährt oder auch runterfährt, da passiert irgendwie gar nichts. Nichts, also überhaupt. Hier nochmal auf einer Seite. Nix. Also es fühlt sich so an. Also die Theorie ist jetzt erstmal hier bei uns, dass das Force Feedback in Forza Horizon 3 primär über die G-Kräfte gesteuert wird und nicht über die Umgebung, wie sie aufs Fahrzeug einwirkt. Ah, jetzt sieht man schon, wenn man hier so ein bisschen, wenn sich das Fahrzeug ein bisschen bewegt, ist hier schon kräftiges Force Feedback da. Aber halt wie gesagt, gerade um die Nulllage herum oder wenn man einfach mal hier auf dem Asphalt auch ein bisschen schneller fährt, ist nichts, ja, gar nichts. Schade, weil dadurch verliert man auch so ein bisschen das Gefühl für das Fahrzeuggewicht generell beim Einlenken. Hier auch, ja, nochmal Bordstein runter oder nochmal rauf. Da ist leider nichts. Ja, tut uns leid, dass wir da jetzt noch keine besseren Meldungen für euch haben, aber das ist Stand heute. Das Spiel kommt übermorgen auf den Markt. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, da ein bisschen was dran zu machen. Ansonsten muss ich sagen, geht eine Menge Spielspaß leider verloren. Alles klar. Vielen Dank, das war's. Ciao.